Wie viele Haas hat? Neue Abstimmung. Wie viele Haas hat was? Habicht wahrscheinlich. Habicht? Oder Hurensohn wieder bei. Entschuldigung, ich will mich distanzieren. Naja, hast du Hurensohn gesagt? Ich habe nur zitiert. Nee, das sind 50 Cent. Ich doch nicht. Ja, aber wenn du sagst auch, in meinem Stream. Nein, aber dann sage ich ja gar nichts mehr. Weil ich rede nur so. Was ist das? Wer ist da? Was ist da hinter uns alles? Wer ist da? Pass auf, ganz kurz, ne, lieber Chat. Wir werden gleich Lampen zählen hier. Micha und ich werden gleich Lampen zählen. Und dann seht ihr es da hinten. Das ist die Bar. Das ist die. Da ist die Kamera. Da muss ich reingucken. Entschuldigung. Da hinten ist die Bar. Und da werden wir gleich hingehen. Schön hier rein da. Ist da auch eine Bachkipper? Ein Bachkipper. Da ist heute kein Bachkipper. Kein Bachkipper, keiner da. Ja, steht hinter dem Bach und macht die Trink fertig. Bachkipper ist heute nicht dabei. Also ich hatte einen anstrengenden Tag heute. Ich bin heute Morgen um 3 Uhr ins Bett. Kein Scherz, heute Morgen um 3 Uhr. Was hast du denn so lange gemacht? Ich habe gearbeitet. Nenn bis das, um 2. Nenn das bitte nicht Arbeit. Drecksau. Drecksau, 50 Cent. Schreibst du auf? Ja. Wer kennt's nicht, wenn ich fluche, dann muss ich 50 Cent ins Fluchschwein geben und am Ende des Monats wird das ausgespielt, das Geld, bei mir im Live-Chat. Warum seid ihr denn jetzt eigentlich hier und nicht Champions League-Finale? Auf dem Mädel? Oder auf dem Mädel? Alter, was ist mit dir? Auf, habe ich mich versprochen, oder auf also keine, beim Knossi. Beim keine, Knossi ist doch bestimmt cooler. Streamlabs. Streamlabs ist auch wieder mit dabei. Top. Streamlabs, danke. Schön, dass du dabei bist. Hat Streamlabs schon Donations abgegeben? Na, der Streamlab, der arbeitet für dich. Den müsstest du was donation. Ah, echt? Mädel ist nicht da, sagt Eiskuchen. Welchen Abschluss hast du auf der Feldi gemacht? Fachabi. Fachabi Wirtschaft. Larry. 1905. Fachabi Wirtschaft. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis. Ich brauche von euch ein paar Ideen noch, was wir auf die Sommer-T-Shirts drauf machen. Meine Idee war, dass wir auf das T-Shirt Sommer. Drauf machen. Sommer. Nicht Sommer. Frau Esther? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Und dann drunter? Ja. Was war denn eine Hasslehrerin? Puh, keine Ahnung, ich kenne die doch alle gar nicht mehr. Hasslehrerin. Ich habe niemanden gehasst. Synapsenkirmes. MS steht für Magensäure. Da habe ich was gesagt, ne? Wir können es auch so machen, dass ich einfach ein T-Shirt nehme und Magensäure draufschreibe. Können wir auch machen. T-Shirt mit Magensäure. Kein Problem. Schreibt drauf, wer das liest, ist blöd. Ja. Bulls 1785 machen wir. Machen wir. Bulls 1785 kenne ich doch. Martin, bist du's? Martin, bist du's? Freue mich so aufs Magensäure-Camp nächstes Jahr. Jetzt pass mal auf, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn wir das jetzt wirklich fokussieren, ne, und sagen, wir machen Magensäuren. Bitte nicht. Ey, nee, das. Oh, nee. Warte doch mal. Chat, die Vase. Ich verstehe auch nicht, warum auf unserem Tisch eine Vase steht. Ich weiß, noch einmal. Die Vase hätte hier nicht stehen müssen. Aber die Vase hat sich dafür entschieden, hier zu stehen. Nee, die stand nicht da. Stand doch hier. Ja, nee, warte. Ich zeig dir, wo sie stand. Nee. Die stand auf meiner Seite. Wenn ich jetzt nach hinten schmeiße. Nein. Pass mal auf, warte. Und das hört ja keiner. Ja. Wenn jemand kommt, sagen wir, die ist mir runtergefallen. Da hinten, wenn du hier sitzt. Dann sage ich, die ist mir runtergefallen. Und warum ist die Vase, die hier stand, da dir hinten runtergefallen? Hinter mir ist sie runtergefallen. Aber wie? Weil ist das passiert? Ich wollte es umstellen. Übrigens Kameras, ne? Ich wollte es umstellen. Du kannst Kameras. Nicht. Ich wollte es umstellen und beim Umstellen der Vase ist es mir runtergefallen. Chat, soll die Vase überleben, ja oder nein? Jetzt bitte. Max, ich bin schneller wieder raus, als du denkst. Nein. Nein. Was heißt nein? Ey, Max, ich bin weg. Was bist du denn für ein Schisser? Ey, na, weil das ist. Also, pass auf. Die Vase überlebt heute nicht. Guck mal, ja. Teufelsbienen schreibt ja. Übrigens. Die Vase muss weg. Ja. Bulls schreibt, die Vase muss weg. Ja, ich habe dir aber jetzt einen Dollar donated, ja. Damit du es nicht machst. Ich sehe es aber nicht. Ja, siehst du nicht, aber ich habe es gemacht. Ich trinke noch einen und dann kann es passieren, auch, dass die Vase... Da bin ich aber weg dann. Dann ohne mich. Ich gucke dann auch von zu Hause. Also wenn ich zu Hause bin, kannst du es machen. Das ist super, dann freue ich mich auch. Frau Este hätte es auch so gewollt. Taunusblitz, Vorsicht, ne?
Pass mal auf, Taunusblitz muss ich dazu sagen. Nee, ich darf dazu nichts sagen. Taunusblitz bleibt anonym, darf ich nicht sagen. Micha und ich werden aller Voraussicht nach im Sommer eine Woche auf Malta sein und Gaming-Spiele spielen. Und das wird ziemlich geil. Das werden wir vorher ankündigen. Da geht die unfassbare Bumsliese geht da ab. Micha. Na, drehen wir durch. Boah. Du. Das ist geisteskrank. Ich nicht. Kann man das sehen? Kann man das sehen? Schaut mal hier. Ich habe hier das Bier. Das Bier steht auf einem Deckchen. So, halt mal bitte so. So, dass es im Bild ist. Ich werde jetzt dieses Deckchen... Bitte nicht. Halt die Fresse jetzt. Ich werde dieses Deckchen jetzt ziehen. Achtung. Magic. Hast du gesehen? Das war Magic. Chat, wie war ich? Zauber. Zauberei. Du warst toll. Also Malta war das Thema. Wir werden auf Malta ein bisschen gucken. Ein bisschen spielen. Ehrenmax, guck mal hier. Bean Wonderland, Ehrenmax. Aber Uri Geiler? Geller. Hier steht Uri Geiler. Ah ne, Uri Geller. Uri Geiler wäre natürlich besser gewesen, ne? Uri Geiler? Hätte ich jetzt witzig gefunden. Ja. Markus, Max, hör auf. Du weißt, wenn du irgendeinen Quatsch machst, schmeiß ich die Vase. Okay. Jetzt juckt es mich wieder in der Nase, ey. Gib Geld. Wo? Was? Wenn es in der Nase juckt, gibt es Geld. Warum? Ja, weil man es so sagt, das ist ein Sprichwort. Grüße an die Ninja-Piraten, ne? Ganz kurz nur an dieser Stelle. Ich möchte ganz kurz was sagen. Die Ninja-Piraten sind in meinem Team. Übrigens, ich darf über Taunusblitz darf ich nichts sagen. Ich darf über Taunusblitz nichts sagen, aber Taunusblitz ist auf jeden Fall cool. Aber die Ninja-Piraten waren in meinem Team oder sind in meinem Team und machen Backstage. Alles, was mit Technik, was mit Stream, was mit Live, was mit alles zu tun hat. Wer also auch mal Infos haben möchte, Ninja-Piraten. Die Besten, ohne Scheiß, die allerbesten. Taunusblitz ist computertechnisch ganz gut. Taunusblitz ist IT-mäßig ganz gut. Warum hast du den nicht geholt, um dein Studio das mit dem Computer einzurichten? Warum hast du den nicht geholt, wenn er gut ist? Warum habe ich Taunusblitz nicht geholt, um mein Studio einzurichten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Hätte ich mal Taunusblitz geholt, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Und dann vielleicht jetzt im Nachgang nochmal. Ich würde auf was ganz anderes hinaus. Machst du bald TikTok? Ich bin doch schon auf TikTok, Fat Brother. Na, hast du da schon was gemacht? Natürlich, ich habe getanzt. Zeige. Hast du gemacht? Nicht dein Ernst. Hast du gemacht? Hast du es gemacht? Natürlich. Machst du auf TikTok? Na ja, warum sagst du das nicht? Pass mal, ich bin ein TikTok-Star. Wie viel? Ich habe Moonwalk gemacht. Wie viele Likes? 5. Warum sagst du mir sowas nicht? Muss ich da sehen? Gucken. Bei TikTok ist. Dann machen wir mal TikTok, zeig mal. Nein. Bei TikTok ist ein Video von mir, wo ich gegen das Schild laufe, was auch bei Insta war. Verwertest du doppelt? Ja. Ja, Micha, du bist nicht mal mein Freund. Warum nicht? Weil du nur gehässig bist. Nee, das stimmt nicht. Holst du noch ein Bier? Nee. Warum? Ja, weil ich Auto fahren muss. Du pennst doch hier. Nee. Wie? Ich hab Familie. Ich hol dir ein Hotelzimmer. Nee. Du bleibst hier. Nein. Auf euch. Bulls schreibt, wir haben einmal 6 Bier während einer Halbzeit getrunken in Stierstadt. Wer? Keine Ortsnamen, ne? Bull, weißt du Bescheid? Keine Ortsnamen. Sonst stehen da 35 Leute. Weißt du Bescheid? Bulls. Keine Ortsnamen. So viel darf ich sagen. Der Taunusblitz hat mal für den DFB gearbeitet. In einer gehobenen Position beim DFB. Und zwar während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Weißt du Bescheid? Nee, jetzt bin ich dran. Während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Chat, ihr könnt das alles hören. 31. Ich will nicht wissen, nach Eishockey. Ich will nicht wissen, was der am Stecken noch hat. Alle, die beim DFB gearbeitet haben, haben was am Stecken. Gerade bei der WM 2006. Eine Taschen voll gemacht. Alter, aber hallo. Also wenn der Taunusblitz das nicht gemacht hat, dann war es schön dumm. Schön dumm. Der hat geklaut. Yeah. Was denn? Die ist das hat er geklaut. Unterwäsche von den Spielern. Ja. Yeah. Von den Spielern. Von den Spielerfrauen. Unterwäsche so. Taunusblitz. Ach so, ganz kurz, ne? Wir sind hier im Motel One in München-Giesing. Komm vorbei. Wir sind hier. Komm vorbei. Wer kommt aus München? Wer kommt aus München? Motel One. Giesing. Rein da. Motel One Giesing. Es gibt nur eins in Giesing.
Komm vorbei, trink mal einen. Teufelsbiene, du hast aber schnell Twitch-Affiliate bekommen. Teufelsbiene, du hast aber schnell Twitch-Affiliate bekommen? Hä? Ich bin seit 4 Tagen auf Twitch. Wie lange dauert das denn sonst? Na, du bist schon seit 14 Tagen auf Twitch. Für 7 Tage brauchst du. Ja, ich brauche ja 7 Tage oder 8 Tage für Affiliate. Was sagst du denn wieder so dreckig? Wie heißt das? Affiliate. Ich bin gerade am Erzählen. Au. Du warst nicht auf dem Klo, du Arschloch. Doch. Du hast geraucht. Nee, da unten hat einer mich angerufen. Micha raucht. Du bist ein Drecksau. Ich rauche nicht. Ich rauche nicht, Rauchen gefährdet die Gesundheit. Auf dem Klo hat jemand geraucht. Hast du noch Live-Krawatten oder Ratefüchse? Ich schwöre ja. Ratefüchse habe ich nicht, die fand ich hässlich und scheiße. Aber ich habe noch Krawatten und ich habe sogar noch einen Anzug von damals, diesen Nadelstreifenanzug habe ich noch. Kannst du dich erinnern, wo ich auf dem Tisch stehe? Bei man läuft, bei so einem Video stehe ich auf dem Tisch, habe ich so einen Nadelstreifenanzug. Ich habe noch live nie geguckt. Ja gut, du kommst aus dem Osten, das ist Westfernsehen gewesen. Stilrot, schon wieder Nachricht gelöscht. Warum werden hier ständig Nachrichten in meinem Chat gelöscht? Ich möchte nicht, dass in meinem Chat Nachrichten gelöscht werden. Na, Streamlabs ist scharf eingestellt. Aber was schreiben die denn da? Was soll das? Wissen wir nicht. Können wir das mal ein bisschen runtersetzen bei Streamlabs? Ja. Das machst du. Du bist der Profi. Nee, das machst du. Micha, ich muss so dringend pissen, Alter. Leck mich fett am Arsch, ehrlich. Na, musst du gehen? Soll ich jetzt gehen? Ein Mann hat 6 Töchter, jede Tochter hat einen Bruder. Wie viele Kinder hat der Mann? 12. Ein Mann hat 6 Töchter, jede Tochter hat einen Bruder. Wie viele Kinder hat der Mann? 12? Bist du bescheuert? Mhm. 7. Das ist dann zu schwer für mich. Ein Mann hat 6 Töchter. Komm, ich... 7 natürlich, Bull 1785, weiß alles. Der Mann hat 12 Kinder, Fettbrasser 36, bepisster Hausmeister 512. Hört auf, solche Fragen zu stellen, die sind zu schwer heute Abend, ehrlich jetzt. 103 Zuschauer, was sehen die denn? Ich sehe nur 92. Das war gerade über 100. Ja, aber über 100 mache ich nicht mehr weiter. 10 direkt abgeschalten. Ich mache auch nicht mehr weiter hier in dem scheiß Sauladen, echt. 90 Zuschauer, ey. Das ist mehr als ich... Also so viel habe ich, wenn ich aufs Klo gehe. Nee, du hast heute schon mal vor Kameras gestanden, hast du nicht so viel gehabt. Drecksau. Schmeiß die Vase und Rekordzahlen. Gib mir die Vase. Nee. Ich schmeiß die jetzt einfach, sie ist mir runtergefallen, was soll denn das? Pass auf. Ja, pass auf, was pass auf? Die Vase schmeißt er bei 200 Zuschauern, vorher nicht. Wie soll denn das funktionieren? Ja, wie soll denn das funktionieren, dass jemand mitkriegt, dass jetzt die Vase schmeißt? Da kommt doch keiner dazu, weil du eine Vase jetzt... Da kommt doch keiner dazu, dass ich jetzt eine Vase geschmissen habe. Micha hat Schiss, dass ich eine Vase schmeiße. Ich werde sie noch schmeißen im Laufe des Streams, glaub mir. Ehrenmann. Wenn ich weg bin. Ehrenmann, ich werde das Ding noch schmeißen, ohne Scheiß. Da gibt es keine Ausreden, es waren 100, bis er gefurzt hat. Bam, du hast nämlich wirklich gefurzt. Willst du mich verarschen? Micha, ohne Scheiß, das war ganz widerlich, was du da gemacht hast. Die Vase ist nicht aus Ton, die Vase ist aus Glas. Der Mastercake oder wie hieß, dann soll er mich ablösen kommen, dann soll er hier sitzen und dann mit dir die Vase schmeißen. Was bist du denn? Erklär mir mal eins, Micha. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ich verstehe nicht, warum das Glas alle ist, die Flasche und ich nichts zu trinken habe. Das ist Punkt 1. Ich verstehe es nicht. Kommt Schumann auch mal ins Team? Ja, ich rufe ihn mal an. Ich könnte Schumann anrufen. Soll ich mal Schumann anrufen? Wie viel Uhr ist es denn? Milski ist schon im Bett. Soll ich mal Joko Winterscheid? Wollen wir Joko Winterscheid anrufen? Chat. Joko Winterscheid? Knosse geht nicht dran, ne? Die haben ja Handyverbot. Die haben Handyverbot? Ja, klar. Ach, deshalb hat er auch meine Storys nicht angeguckt, der Arsch. Joko pennt, ne? 12. Ja, Joko pennt. Nee, der wird sein Popstar, Rockstar, TV-Star-Leben jetzt machen und wahrscheinlich 5 Mädels am Start haben. Ja. Weiß ich nicht. Nee, Joko. Weiß ich nicht. Nein, weiß man nicht. Ich würde es so machen. Ja, das ist eine Vermutung, aber das ist wahrscheinlich nicht so. Also pass auf, Knossi hat Handyverbot. Ja, habe ich doch verstanden jetzt. Ruf Joko an. Ich streame gerade von meinem Smartphone und kann Joko gerade nicht anrufen. Wir werden es nächste Woche machen. Ich rufe mal Joko Winterscheid an im Stream. Geh pissen, schreibt der Bonebreaker. Nee, ich halte das jetzt ein, knallhart. Bis es zu den Augen rauskommt. Was habe ich denn für Augenränder, ey? Ich bin 36. Guck mich mal an. Junge, habe ich dir gesagt? Guck mich an. Und wann ist neu live gestartet? 2.1, 2.3 warst du da. Du bist 36 jetzt, also vor 18 Jahren. Also warst du 18. Ich war 18, ja. Boah, du bist so ein Sack. Micha, du bist so ein Ass. Ja, du musst das schon glaubhaft so eine Geschichte aufbauen, dass man auch, wenn man nachprüft... Kann man bei Twitch eigentlich auch ein Call-In-Format machen? Nein, wir machen aber Gewinnspiele. Also wir werden nicht das mit Anrufen machen, dass es 50 Cent kostet, aber wir werden bei Twitch definitiv Gewinnspiele machen, so wie damals. Also nicht immer, aber immer mal wieder. Und da werden wir durch Zufall Leute per Telefon reinstellen, beziehungsweise ich rufe jemanden aus dem Chat zurück. Das werden wir machen, ohne Scheiß. Hab ich Bock drauf. Rednecks, die Vase steht allein. Hier ist sie.
Ich flieg aus dem Hotel. Wenn ich jetzt die Vase runterschmeiße. Freunde, ich flieg aus dem Hotel, ich schwör's euch. Ich schwör's euch, ich flieg aus dem Hotel. Ich kann's nicht machen. Ich flieg aus dem Hotel, wenn ich das jetzt mache. Unfälle passieren, das stimmt. Mir fällt die nachher kurzfristig runter. Kurzfristig fällt die mir runter. Wann kommt OnlyFans? Ja. Was ist das? Da musst du nackt dann. Was? Dann bist du nackt vor der Kamera. Jetzt bist du angezogen bei Twitch und OnlyFans ist dann nackt. Hä? Gibt's doch gar nicht. Doch. Nee. Du darfst nicht nackt sein bei Twitch. Bei Twitch nicht, aber bei OnlyFans. Guckst du gerade Kicker, während ich hier Livestream mache? Ich frag nur, Micha, während dein bester Freund Livestream macht, guckst du Kicker? Hätte Knossi vor 5 Jahren die Vase auf den Boden geschmissen? Natürlich. Nein, hätte er niemals gemacht. Ich sag euch mal, was das Problem ist. Wir sitzen hier in dem Restaurant. Hast du mal Glühweinwurst gegessen? Ja, hab ich. Und die ist mega lecker gewesen. Wir sitzen im Restaurant und die Dame hat uns hier freundlicherweise reingelassen. Wenn wir jetzt was zerstören, kriegt die Dame Oleg Citrus, kann man bei dir ein Praktikum machen? Ja. Man kann ein Praktikum bei mir machen. Frag bitte bei Ninja Piraten nach. Bei der besten Firma der Welt. Praktikum. Sagen Sie es nicht. Sagen Sie es nicht. Doch, sag ich. Sagen Sie es nicht. Sag ich. Was hat und dann? Ja, hat er irgendeine Lösung genannt, aber ist halt raus mit ihm. Wenn die Biene Kerl mag, wen du meinst, nein, Max treibt, wenn die sind, nein, zu rauchen, wenn die sind, Biene, Ambe, sind, Zehner, wenn die Vase fliegt. Donation oder was? Donation? Zehner, Donation? Wenn die Vase fliegt? Boah, Alter, mich juckt es in den Fingern. Mich juckt es. Eventuell ist eine Überlegung folgendes. Ich mache eine große Grillparty und werde das vorher anstreamen mit Livestream und dann machen wir eine große Grillparty und jeder, der Bock hat, in der Nähe von Frankfurt, und jeder, der Bock hat, kommt auf diese Grillparty. Ist kein Scheiß. Essen, trinken, alles umsonst. Das ist der Plan. Das Team ist gerade am, wie heißt das, organisieren. Pass mal auf, ich bin echt gerührt, von Herzen gerührt, dass so viele Menschen zuschauen, das witzig finden und vor allem diese ganzen YouTube-Videos gesehen haben. Seit Jahren. Und ich war ja 10 Jahre lang wirklich weg. Ich habe mich ja nicht gekümmert um Twitch, nicht gekümmert um Insta, nicht gekümmert um YouTube. Ich habe mir gar nichts gemacht. Und immer mehr Leute drauf. Wie viel hat das Habich-Video? Wie viele Klicks? Wie viele Klicks hat das Habich-Video? 5. Was 5? 5 Klicks? 5 Millionen. 5 Millionen. 8 Millionen. Fat Brother, 8 Millionen. 8 Millionen. 5 Millionen. Geh mal nach Hause, Micha. Geh mal nach Hause. 8 Millionen Klicks, überleg mal. Ich glaube, so ein Cheyenne Lacroix Video hat 40 Millionen. Chagrin Lacroix. Ich werde tatsächlich immer noch auf der Straße angesprochen. Von wirklich? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Von teilweise Verblüfften. Ey, krass, das ist der Hauptbutton. Ey, das ist der Habicht. Und so. Und viele kennen mich gar nicht mehr von der damaligen Zeit von 9 Live, sondern viele kennen mich einfach nur von den YouTube-Videos. Ja, jetzt. So. Das ist bemerkenswert, absolut. Revierlöwe. Revierlöwen 04, du bist der beste Mann. Beste Mann. Der beste Mann. Sorry. Sorry, Mama. Du hast gefurzt. Ich schwöre nicht. Ey, was ist mit dir nicht in Ordnung? Ey. Ich rieche an deinem Arsch. Ja. Und?